Hallo, meine Superbestellung abliefernden Quatschblasen und herzlich willkommen zurück zu meinen lauschigen Wünschen hier bei SnowRunner. Ich habe euch heute einfach schon mal dazu geholt, weil mit von der Zeit her jetzt Vorbereitung nicht so bleibt. Und dann werden wir uns jetzt darum kümmern, dass wir die Fracht vom Schiff im Lagerhaus bringen, damit wir dann auch erstmal abschließen, dass wir uns danach wirklich auf das Holzgeschehen oder etwaiges konzentrieren können, damit wir hier dann auch irgendwann mal ein bisschen vorankommen. Ja, wie wir das machen sollen, wo, wie, was und so und Ananas, ich habe noch gar keinen Plan, bin ich ganz ehrlich. Überhaupt noch nicht, aber mir fällt schon irgendwie was ein. Problem ist, wir dürfen dann natürlich nirgendwo lang düdeln, wo wir zu viel, wie soll ich sagen, Bewegung haben, was ich mir überlegt habe. Ich hätte überlegt, beide halt reinzupacken in den Anhänger. Darf aber halt nicht so viel Spiel sein, dass die Dinger zu sehr hin und her wackeln. Weil eigentlich könnte man, das sind ja vier groß, sechs habe ich, drei und eins jeweils überstehend machen. Hatte ich mir überlegt. Ob das funktioniert, ist wieder was anderes. Realistisch ist es auch nicht. Da sind wir sicher. Einig. Aber irgendwie müssen wir ja dann doch mal gucken, wie wir da zu Rande kommen. Irgendwie müssen wir jetzt so rankommen. Wird so witzig, den kannst du, der fährt sich auch so cool ohne irgendwas drauf. Das macht einfach nur Spaß. Warum gibt es keinen Achteranhänger? Ne, gibt es bestimmt schon, aber nein, das war ein Spaß. Da komme ich ja gar nicht mehr um die Ecken. Ich wäre jetzt schon mit dem 6-Slot da voll die Probleme, manche Ecken rumzukommen. Die Frage vom Schiff ist jetzt so die Mission, wo ich sage, das ist jetzt das nächste, was wir uns einfach mal erledigen könnten. Und dann schauen wir mal weiter. So, hier ist ja das Ding, wo wir dann da lang sind. Nee, wir fahren noch ein Stück her. Das ist mir hier enger als eng. Da fahren wir jetzt nicht durch. Never ever. Das ist schon krass, oder? Dann haben wir das Tutorial-Gebiet, was eigentlich Tutorial-Gebiet ist, dann durch. Aber da wir so gespielt haben, ist es ja für uns kein Tutorial-Gebiet. So. Dann zeige ich mal. Das Ding ist da unten. Also sprich, ich müsste mit meiner Bagatelle bis dahin. Bis dahin, was ist denn du? Du bist nun 2-Slot, ne? Ich habe den großen Slot-Anhänger halt weggemacht. Naja, das ist so, wenn du dann sagst, komm, wir machen das mal alles weg, das brauchen wir ja nicht. Du hast einen Scout. Ne, die sind alle zu klein. Ne, ich guck mal, ob ich das so hinkriege, wie ich es mir gedacht habe. So. Ja. Und ob wir da überhaupt so runterkommen, wie wir das uns gedacht haben. La 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 la. So. So. Und let it go. Wenn wir hier erstmal eine Kurve kriegen. Hast du die Leertaste nicht gut genug durchgedrückt, mein Freund? Ach ja. Ja, ich hätte noch jetzt auch den Weg darauf drücken können. Ja, wie gesagt, wenn du hier nicht so wirklich dich drehen kannst, weil du halt das nur mit WASD machst, finde ich das eher ein bisschen unangenehmer.
Und dann mache ich das lieber einfach auf eine einfache Art und Weise. Da wir gestern Überlänge hatten, werden wir heute höchstwahrscheinlich wieder etwas kürzer treten. Und das heißt, wenn ich die Mission ready habe, dann war es das auch für heute. Wenn. Oder halt, wenn wir bei 40 Minuten sind. Wir haben natürlich wieder Ausnahmen. Wir gucken dann, wenn wir kurz davor sind, das zu machen. Wir sind bei 40 Minuten, wir haben es gleich fertig. Na, dann wisst ihr Bescheid. Aber so in dem Dreh versuche ich das heute mal zu halten. Ich will die Sachen noch ändern, ich muss wieder vor. Heute wird wahrscheinlich ein viel längerer Tag werden, also für euch gestern. Bis der Aufnahme vorher etc. pp. Ach, hier geht's lang. Aufnahme und vor Arbeit etc. pp. Mein Kollege, der vor mir fährt, hat wieder ein bisschen in die Pampas bekommen und das heißt, dass er eine ganze Weile braucht und das heißt, dass für mich ein viel späterer Start beginnt und aus diesem Grund nach hinten hinaus dann natürlich wieder länger werden kann. Aus diesem Grund machen wir das so, dass wir das ein bisschen anders handhaben. Das auf jeden Fall. Na komm, jetzt zieh dich mal hier hoch, mein Kleiner. Das wird vielleicht noch ein Späßler werden. Wir müssen dann hier runter, darüber. Achso, hier ging es ja eigentlich noch. Warte mal, stopp. Ein bisschen langsamer fahren. Geht halt nicht anders, als dass ich dann das auf den Zug da ein bisschen mehr mache. Knappig, knappig hier. Ich habe mir überlegt, nochmal so ein Spiel. Werde ich nicht mehr ohne Lenkrad spielen dann. Also egal wie cool ich das finde, aber nochmal ohne Lenkrad spiele ich so eine Spiele nicht mehr. Das ist einfach doch schon recht anstrengend. Und nee. Dies bringt mal gar nichts. Überhaupt nichts. Niente, nada, nothing. So, warte mal, jetzt ist die Frage. Ich kann da unten 100 Pro nicht wenden, ne? Aber ich habe jetzt hier auch nicht die Möglichkeit, den anders hinzustellen. Ja, zur Not muss ich den dann abkoppeln und dann ziehe ich den anders zurück oder so. Ich weiß es noch nicht. Ist ja auch noch nicht, ich weiß ja nicht, ob ich das so hinkriege, wie ich das möchte. Was ist denn das für ein... Warte mal. Was ist das hier für ein blöder Berg? Ist ja wirklich sehr unangenehm. Er sagt mir bloß nicht, den Weg fährt man nicht. Welchen fährt man denn dann hier? Jo, du brauchst hier für einen Offroad-Truck. Kann aber sein, dass er trotzdem kippt. Ach, hi Schiff. Jetzt weiß ich, was du meinst. Dieses Schiff werde ich noch lieben lernen. Ich liebe es ja jetzt schon. Hä? Aber ich dachte, ich soll die übergroße Fracht mitnehmen. Hä? Das ist doch jetzt die Quest, die übergroße Fracht. Da rein düdel, das war's doch. Hm,
nicht so gut gedacht. Schöne Matsch drin, das funktioniert natürlich hundertprozentig. Wie soll ich die nehmen? Was ist hier die große Überfracht? Das ist die nicht, wie es scheint. Hä? Wie bitte? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wo sollen die jetzt sein? Ich habe mir die letzte Mal wieder gelesen, dann wüsstest du, wo du jetzt hin musst. Du musst doch nicht vor Frust gleich ins Meer fahren. Nee, so rum ist doch richtig. Oh oh, oh oh. Mal rückwärts. Ist mir egal wie. Wir drehen jetzt hier rum. Das war schon ein wenig, hollere Waldfee. Wie kann ich das Ding jetzt hier holen? Ach so. Nö. Ey, das ist so gemein, ist das. Das ist schon wieder so gemein. Was soll denn das? Ich muss das Ding schon wieder bezahlen, damit ich das kriege. Das ist voll doof. Verdammte Axt. Warte mal, automatische Beladung. So. Warte mal, warte mal. Was machen wir, wenn ich Fracht und Laden mache? Und dann machen wir mal Stützen ausfahren. Immer was probieren. Ich habe ja keine andere Wahl, als das so zu machen. So. Ach so. Nee, so. Nee, das geht gar nicht, ne? Ich kann ja maximal so. Oh, warte mal doch. So, ich habe eine Idee. Was machst denn du da? Könntest du mir mal beweisen? Könntest du den mal zurückdrehen? Versuche hier gerade was zu erreichen. Eine Sache würde noch gehen. So. Holla die Waldfee. Ne, warte mal. So. Ganz zurückfahren. Dann drehst du den runter.
Das kannst du noch knicken. Jetzt schieb dir mal so ein bisschen nach hinten. Hallo? So. Ich will den nur ganz nach hinten schieben. Ich versuche jetzt etwas. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich habe echt keinen Plan. So. Stopp, stopp, stopp. Übertreib mal nicht. Mach mal Frachtladen. So, und jetzt mach mal den. Jetzt will ich was probieren. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich habe echt keinen Plan. Echt keinen Plan, ob das was bringt. Ich muss das gucken, wie ich das jetzt handle. Übereinander kannst du die ja nun mal nicht stapeln. Also, können schon. Ich sag's immer, kannst du nicht. Ja, na klar, können tust du das schon. Aber was mir eher so ein bisschen vorschwebt, ist, den hier runterzusetzen. Immer. So. Wenn wir den da so ein bisschen draufpacken. Und ich würde mal gerne versuchen, ob das was bringt. Ich weiß, die Beladung ist totaler Nonsens. Und der bringt gar nichts. Mal ich jetzt so kippfreudig bin, dass man gar nicht mehr weiß, ob ich hier überhaupt rauskomme. Ich habe keine Wahl. Bitte bleib drin, bitte bleib drin, bitte bleib drin. Nein, 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 nein. Das kannst du knicken. Oder ein Blate. Den nächsten Knotenpunkt setzt du mir bitte daran. Oh shit. Oh shit. Nein, mach mal den da bitte. Ist mir alles egal. Warte mal. Ne, ganz egal ist mir nicht alles, sondern ich muss schon gucken, dass das der sinnvolle ist. Ich weiß nicht mal, ob der Dingspunkt sinnvoll ist. Das weiß ich nicht mal. So. Hallo? Ist hier irgendwas in der Nähe, wo ich mich andocken kann? Ja. Oh, gut. Stehen wir. Aber ich habe hier Angst. Ich werde hier gleich nicht mehr stehen. Ich werde hier gleich nicht mehr stehen. Das ist einfach so. Das Ding ist sowas von nicht machbar, so wie ich es aufgebaut habe. Er hat sich dann den Weg herausgedacht. So, wir schalten mal um auf Höchstleistung. Ganz vorsichtig. Nicht niesen. Nicht erschrecken. Einfach nur fahren. Bitte bleib drauf. Bitte bleib drauf. Bitte bleib drauf. Kann ich irgendwo da oben mich festmachen? Aha. Warte mal. Nee. Ich habe Angst, das Ding rutscht mir doch jetzt schon hier runter. Jetzt fang mal an.
Ich kann mich ja nicht hochziehen, ne? Gut, der ist sicher. Können wir den irgendwie umschalten, dass ich von da aus einen Winkel bekomme? Warte mal. Bräuchte ich hier einen Winkel? Hahaha. Ha, ha, ha. Warte mal, dann müssen wir doch noch mal ein Stück vorfahren. Ich geb um. Ja gut, ich habe Glück, dass ich da, ich habe Glück, dass ich dort einen Dings habe. Einen Baum, der mich gerade hält. Oh, warte mal. Nein, 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 nein. Ja, ja. Oh ja. Oh ja. Das Problem ist nur... Ich krieg den so nicht runter, ne? Ich weiß, ich müsste den eigentlich aufrichten, aber ich habe Angst, irgendwie umzuschalten. Bis ich dann mit meinem anderen Fahrzeug hier bin, um das wieder zu richten, ist schon wieder... Wobei, nee, ich habe mein Scout habe ich ja noch hier oben, ne? Mein Lodi. Und alles nur, weil er zu faul ist. Das habe ich aber durch euch. Ich habe das durch euch jetzt. Ihr sagt immer, mach mal, tu mal, mutig. So. Jetzt bin ich mutig und jetzt habe ich die Kacke davon. Das ist ja nicht mutig. Ich weiß. Könntest du den jetzt mal bitte einfahren? Der fährt dir nicht ein. Oh, jetzt muss ich doch das wiederherstellen. Na egal. Dann müssen wir jetzt oben fahren. Weil er den einfach nicht einstellen wollte. Also Ladungssicherung hat er drauf. Total. Eigentlich wollte ich ja den da hinten rausschieben. Wisst ihr, wie ich das meine? Dass er so einen kleinen Überhang nur in beide Richtungen hat und nicht zwei hier drüber. Und der Weg da hinten, der war jetzt auch nicht gerade safe. Insbesondere hast du hier gar keinen Baum. Ja doch schon, aber auf der falschen Seite. Guck mal, nur einmal zu Fall, zu viel und plamm. Sagt meine Familie, ich liebe sie. Gott, ey, wenn ich sowas machen müsste, holla, ich würde mich verärgern. Da weiß ich, dass auf jeden Fall was schief geht. Da weiß ich, dass auf jeden Fall was schief geht. Jetzt einmal Augen zumachen, bitte. Bloß nicht hingucken, meine Damen und Herren. Das ist eher fatal. Das ist fatalissimo. Fatale, fatalissimo. Nein, 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 nein. Kipp nicht. Kipp nicht. Fahr einfach. Fahr einfach. Überlebe. Überlebe. Oh Gott. Dann ist mir eiskalt den Rücken runter, wenn ich das sehe. Oh. Oh. Zumindest fallen wir schon mal nicht ins Meer. Vielleicht in den See. Wer hat sich den Blödsinn ausgedacht? Du selber. Ja, aber warum müssen es vier sein? Warum kann es nicht 3-3 sein? Damit ein bisschen Herausforderung besteht. Aber das war doof. Wo muss ich lang? Entschuldigung. Ah ja, genau. Ich muss jetzt da lang,
Da lang, da lang. Da lang. Da lang, da lang. Da lang. Da lang, da lang. Da lang, da lang, da lang. Ich muss doch da durch, ne? Wollen wir nicht einfach da lang fahren? Ist das eine Alternative? Und wenn nicht, na gut, dann legen wir uns lieber hin. Dann gehen wir schlafen. Das Problem ist, alle Leitungen, alles schon weggerissen. Ne? Also ist schon alles weg. So machen sie das bei uns im mütterischen Russland. Die Ladungssicherung ist nicht existent. Ist der Orana. Wir brauchen mal Hilfe. Wir müssen die ganzen Stromleitungen wiederherstellen. Irgend so ein Spinner ist mit Doppelcontainer da durchgefahren. Ja, klar, können wir gerne machen. Weiß auch nicht, welcher Spinner das war. Sag mal, zu welchem Lagerhaus sollten das eigentlich? Hat da jemand was gehört? Jetzt aber bloß nicht, dass das die blöde Ding da im Tal ist. Da am Staudamm, ey, da muss ich ja da nochmal runterheizen. Das wäre natürlich ultimativ doof. So, stopp mal. Jetzt muss ich mal kurz gucken, weil ich habe ja bei den anderen Weg hier schon weg. Wie kann ich denn den Punkt nochmal wegmachen? Ach genau, mit Rechtsklick da drauf. Rechtsklick da drauf war das. So. Der ist schon mal weg. Wir sind, guck mal, unserem Ziel etwas näher. Obwohl es knappiger als knapp war. Ne? Zweimal lagen wir eigentlich schon fast. Wir hatten nur Glück, dass die Bäume uns gehalten haben. Und auf der anderen Seite war der Kran noch. Den ich jetzt aber leider einpacken musste. Weil es uns nicht anders ging. Wir müssen ganz geschmeidig sein, sonst geht's ab hinein in die Weinerei. Aber nein, ich fahre nicht schneller. Ja, ich bin bis jetzt noch zufrieden damit, wie es gerade läuft. Geschwindigkeit erhöht ja natürlich dann auch die Fliehkraft. Insbesondere wenn wir dann in Kurven heizen. Lalalalalala. So. Wir sind schon mal bis hier. Ich habe heute mal zum Glück keinen Kaffee getrunken. Das wäre jetzt übel gewesen. Aber ich bin bis jetzt wirklich zufrieden mit uns. Oh
gerade selber vor, ihr seid auf der Straße und dann kommt euch so ein Transporter entgegen. Oh, da hatte ich ja gestern wieder einen Kandidaten gehabt. Wer, wo, was, sage ich jetzt nicht. Jedenfalls vor mir, ich war dann halt von der letzten Lieferung, vorletzten, also ich habe die erste Lieferung erledigt, ich habe ja dann nochmal eine zweite Tour dann, war Richtung zum Lager zurück. Da hatte ich vor mir einen, meine Güte, hat der hin und her geschwankt. Also wirklich, ich habe mir schon, okay, war schon übel. Aber dann kam auch irgendwann die Polizei und hat den dann rausgezogen. Aber war erstmal so, wo du denkst, ach du Heilige, oh, jetzt würden wir die Brücke zerstören, die wir erst extra aufgebaut haben. Da bist du die Brücke, die wir aufgebaut haben. Nee, wir haben die andere Brücke aufgebaut. Nee, war die aufgebaut oder die andere? Bin ich immer gespannt, ob der da hängen bleibt oder ob er durchgeht. Ah, okay, wir haben eine unsichtbare Brücke gebaut. Eieiei, sind wir magisch. Zur Not hätten wir den Container aufgerichtet und wären so durchgefahren. Nervöse, nervöse, Nervosität, nervöse, nervöse, Nervosität. Oh, jetzt kommen wir nochmal eine Kurvenreststrecke. Aber Leute. Leute. Das sieht bis jetzt ganz gut aus. Bis jetzt. Wir loben uns aber noch nicht, denn ist noch nicht geschafft, ne? Nicht den Tag vor dem Abend loben. So sagte schon der Spruch. Das machen wir auch nicht. Wir werden weiterhin ganz gemütlich dahin dabbeln. Und wenn wir die nämlich auch weg haben, dann ist es doch da erledigt, ne? Eieieiei. Erstmal hoch, dann die Kurve nehmen. Und wir kommen langsam zumindest zur Talsperre, ja? Da muss ich sagen, bin ich jetzt zufrieden, dass wir es bis dahin hingeschafft haben. Auch wenn wir eine halbe Stunde gebraucht haben. Aber ist ja auch eine verrückte Kombination, die wir hier gerade fahren. Ah ja, ja, ja. Nochmal eine fiese Steilkurve hier. Das ist ja eine gemeine Sache. Oh ja. Oh yeah, Baby. Oh yeah, Baby. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Und da kommt ein anderes rein. Kenn ich nicht. Geh ich nicht ran. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Mann, blöden Anrufe jetzt zu so einer Zeit auch noch nerven muss. Jetzt wäre es beinahe gewesen, boom, umgekippt bei irgendeinem Anruf, den ich nicht kenne. So, jetzt fahren wir hier rein und machen Smithville-Talsperre. So, meine Damen und Herren, wir haben einen Container vom Gesicht. Wo soll denn das Ganze hin? Natürlich zum Lagerhaus nach da unten. Ach, lecko mio doch. Ja, ich fahre hier keine einzige Abkürzung. Wir fahren das ganze Ding aus und müssen natürlich gucken, weil das ist jetzt nicht so einfach, wie ich es mir träume, sondern das ist doppelt so schwer. Wäre ja auch zu einfach, das Ding einfach dahin zu bringen.
Hallöchen, wie geht es euch denn? Das ist jetzt aber schon wieder bei 40 Minuten, aber wir sind jetzt auch kurz auf dem Endweg, ne? Das darf man auch dann immer nicht vergessen. Muss ich ja trotzdem laut achten. Dass wir hier nicht den Fehler machen und dann irgendwie dann doch ein bisschen too much unterwegs sind. Ja. Und Rutsch. In ganz Michigan existiert keine einzige Stromleitung mehr. Denn ein russischer Transporter hatte sich gedacht, er macht ein wenig Ladungssicherung. Jetzt russische Transporter wegen Azov, weil das ja aus der russischen Föderation da unten her ist, der Transporter, ne? Ja, das war jetzt damit gut. Nicht, dass man das jetzt falsch versteht. Wir müssen jetzt nämlich auch hoffen, wir dürfen nämlich auch nicht. Das Problem ist, hier sind die Kurven dann doch weit engmaschiger, wodurch der mehr schuppelt als noch drüben. Und diese engen Kurven, weil wir die auch so lang haben und so spitz eigentlich teilweise, das sind diese schwierigen Sachen. Das sind die schwierigen Momente. Insbesondere wenn du dann ein Baum oder sowas hast, wo du dein Gewicht abstützen kannst. Ne, 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 ne. Ne, ne, ne. Schade, bei mir fehlt hier das andere Getriebe sozusagen, dass ich Gang Plus habe. Da bin ich langsamer als im Automatikding unterwegs, aber schneller als nur auf Zug. Stopp. Hier war diese hässliche Kuhle. Genau. Hier war diese hässliche Kuhle, da müssen wir aufpassen. Und hier ist das ganze Ding nämlich ein bisschen desaströs. Eiderdaus. Den haben wir schon mal geschafft. Aber da vorne kam, glaube ich, noch mal eine Komplettkurve. Und diese Komplettkurve ist noch mal so ein Ding, wo du dir sagst, yippee-yay. Und das ist noch nicht mal die hier, ne? Die ist noch nicht mal die hier. Und ich glaube, die kam nämlich nach vorne dann. Hier ist das nächste Ding, wo wir gucken müssen.
Augen zu und durch, heißt es manchmal. Oder ich fahre die ganze Zeit nur mit Augen zu. Haha. Heute bin ich auch dadurch nicht so gesprächig, ne, weil ich mich jetzt wirklich darauf konzentriere, dass wir diesen Weg hier schaffen. Umkippen ist keine Option. Wollen wir hier runterfahren? Also knicken, war ich nicht. Interessant ist, dass wir eigentlich fast gar keinen Sprit mehr brauchen, wa? Krach. Boom. Krach, Boom, Ente. Okay. Hier war diese Komplettkurve, ne? Müssen wir wirklich darauf achten. War nicht nach unten noch eine schlimmere, wo es doch teilweise über Stein ging? Ich glaube, die war unten nochmal, ne? Ich glaube, das ist, da bleibt mir echt die Luft weg. Ich will doch nur ein Ziel. Lasst mich doch einfach nur durch. Ohne Probleme. So, den haben wir jetzt auch erstmal. Guten Tag, Fracht. Du bist nur ein Zweier, aber bah, ist nichts wert. Nein, auch dieser Anhänger hat seinen Wert. Denn ich habe diese Anhänger sehr gerne benutzt, bevor ich diesen Anhänger hinter mir vorgeschlagen bekommen habe. Meine Güte. Ist das nicht jetzt sogar die Stelle mit dem Stein? Doch, das ist die Stelle mit dem Stein. Hier wird es jetzt nochmal interessant, meine Damen und Herren. Hier muss ich nämlich jetzt nochmal wirklich arg gucken, dass ich mir keinen großen Fehler leiste. Einfach die Luft schon langsam anhält. Na toll, alle anderen Kollegen kommen schon rein und meiner hat natürlich eine schwierige Route bekommen. Aber gut, die Tage davor waren, wie gesagt, wenn dann heute der Tag ist, der Tage und naja, gut, dann meine Güte, ist es so. Werde ich mich nicht beschweren. Ja. So. Haben wir gleich geschafft, meine Damen und Herren. Ah nee, nein, noch nicht ganz. Stopp, Retour. Nimmt bitte alles zurück, weil jetzt kam ja noch mal so eine unwegsame Strecke. Die teilweise doch manchmal sehr eingefallen war, glaube ich. Und darum würde ich sagen, wir warten noch ab, bis ich da hinten angekommen bin. Müsste nicht aber trotzdem das Zeichen sein, dass ich da in die Richtung muss? Das ist voll gemein. Mein Tank wird langsam leer, aber ich habe hinten ja noch 500 Liter drin, also von daher reicht doch alles. Ja. Geht's hier rüber und dann muss ich da noch hoch.
War doch jetzt richtig da hoch, ne? Ja. Und wir kommen vorbei. Klar haben wir das Schild umgeschmissen. So, meine Damen und Herren. Drei? Hä? Hier ist doch übergroße Fracht. Habe ich doch drinne. Ach so, warte mal. Gut, machen wir es anders. Dann mache ich das anders. Ist mir doch egal. Damit habe ich keine Probleme. So. Kann ich jetzt eigentlich, wenn ich das so mache? Ach, verladen. Muss ich den jetzt echt runterlassen da hinten? Okay, dann machen wir das jetzt auch. Lassen wir das jetzt runter. Machen wir jetzt Fracht verladen. Machen wir Frachtverwaltung. So. Dann machen wir VC. Hallo? Hallo? Dann ziehen wir den jetzt hier einfach hoch. Ziehen wir den jetzt einfach hoch. Drehen den einfach bei. Die Minuten nehmen wir uns jetzt hier noch. So, und das wird jetzt verladen. So, und dann machen wir hier und boom, meine Damen und Herren, Auftrag beendet. Fracht vom Schiff. So, und damit haben wir 97.000, sind Stufe 17, kurz davor in Stufe 18 zu erreichen, haben 82% in Michigan erreicht und haben damit, warte mal, du kannst ruhig den Motor mal ausstellen. Könntest aber vorher den Kran wieder herstellen. Na, das geht auch so. Haben jetzt aber Reisendiesel ready. Und Husky Forwarding haben wir auch ready, meine Damen und Herren. Wir haben die beiden Bereiche schon fertig. Jetzt müssen wir uns um die mal kümmern. Das können wir jetzt aber dann in den ruhigen Minuten da machen. Aber für heute war es erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Komm, hier ist immer was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dort gucken wir mal. Entweder werden wir uns darum kümmern, dass wir hier Holz für die Arbeiter oder Kukagi irgendwas machen. Schauen wir mal. Oder wir, wie gesagt, wir werden mal sehen, was wir machen. Wir müssen nämlich einen Anhänger kaufen und einen Kran dafür kaufen. Aber das machen wir ganz in Ruhe und da können wir uns nochmal ganz in Ruhe hinsetzen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, indem ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.